Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 2 mit mir, dem Shadowx. Okay, wir waren jetzt mal hier stehen geblieben im Bivel-Tempel und jetzt gehen wir einfach mal zur Kammer der Astra? Fragezeichen. Let's go. What? Wie wär's mal erstmal gucken hier, wie tief das Loch ist. Ihr jumpt da einfach so rein, so als ob... Scheiß drauf. Oh Mann. Genau wie Nooch es gesagt hat, hier muss etwas Tolles verborgen liegen. Aber ich meine, what da? Unter der Statue der Astra, sag ich mal? Sowas hier? No way. Durchgang zu den Katakomben geschlossen. Zum Öffnen bitte das Sicherheitssystem deaktivieren. Die drei Kontrolltürme mit dem blauen Leuchtsignal bedienen, um das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Vorsicht, die drei Türme mit den roten Leuchtsignalen sind immer Alarmbereitschaft. Okay, nette Info. Naja, dann gehen wir aber mal weiter. Ich glaube fast, wir müssen hier nach hinten. Und von da aus geht es dann weiter. Hä? Habe ich was verpasst? Einfach hier nach vorne? Oh. Natürlich, ihr wisst ganz genau, dass es einfach die einfachere Aufgabe ist, einfach mal den Eingang hier zu bewachen, ja. Gut, aber hier müssen wir, glaube ich, irgendwo runter, ne? Genau, auf den Ketten entlang. Yuna ist das Surfen auf Ketten schon lange gewohnt, also geht's hier einfach weiter. Die Aktion kennen wir ja noch aus Final Fantasy C. Nein, Moment, die hat er gar nicht mitgemacht. Bei Yunas eigener Hochzeit hat es, glaube ich, Yuna nicht mitgemacht, bei den Ketten runterzurutschen. Aber dennoch, sie hat sich das bestimmt eingeprägt. Und kann es natürlich deswegen auch, ja, genau, das ergibt Sinn. Riku, du machst... Ach komm, du betest einfach mal, weil du beten kannst. So, Schuss! Ah ja, ihr Idioten, warum lebt ihr denn noch? Multischuss, bitte nochmal. Show me your moves, Yuna. Oi, oi, oi. Jetzt ist aber hier Ende im Gelände. Viel Leben habt ihr wirklich? Also dafür, dass ich schon vom Level her so weit voraus bin, ja. Sehr nette HP habt ihr da, aber die XP, die ihr mir gebt, die ist natürlich sehr unterirdisch. So, das Ding leuchtet schon. Da müssen wir nicht mehr durch. Okay. Wie wär's hiermit? Moment. Die gehen nicht erst durch den Leuchten durch, oder was? Ach, warte mal. Ich glaube, man muss hier das Ding betatschen. Ah! Oh. Stimmt. Verdammt. Man musste nicht da durchgehen, sondern die Türme auch betatschen. Ei! Na, dann muss ich den Turm da gleich hinten auch nochmal machen. So, mal gucken, was da rauskommt. Ei! So einer, okay. Was können wir denn am besten gegen den machen? Also, einmal dicken, fetten Feuer und... Mentalschuss. Hebt Abwehrkraft des Gegners auf und erteilt Schaden. Aber da gibt es noch diesen... macht proportional zur Abwehrkraft, genau. Antischuss. Okay. Das war jetzt aber relativ wenig, muss ich sagen. Ja, Folge eigentlich gegen so einen fetten Koloss. Bringt das was? Egal, machen wir einfach mal. What? So viel Schaden? Ei, okay. Ich probiere trotzdem. Nein, egal.
Einfach ganz normal draufhämmern und der hat, glaube ich, ziemlich viele Gil-Uns gebracht, wenn ich mich nicht täusche. So, eine Plattform haben wir schon mal gemacht. Sicherheitssystem 66% aktiv. Gut, da ist das schöne Zeichen. Also gehen wir mal zum nächsten, wo kein Zeichen ist und das auch nicht leuchtet. So, hier komm, was gibt es denn hier? Mache das Zeichen an. Rot. Rot ist, glaube ich, nicht so gut und bedeutet tot. Rot, rot, rot. Ja, wobei rot steht auch für Leben. Ach, wer weiß das schon. Wobei, ich bevorzuge grün doch als Leben. So, nochmal so ein Golem. Nur diesmal ist es Typ 99 und nicht so episches Teil. Warte mal, Salve. Oder? Nee. What? Du lebst noch? Bam. In your face. What? Wie kann der einfach mal stärker sein als der andere, obwohl der andere viel besser equipped war? Hier, bam. In your face. Holy moly shit, wie viel Leben. Gib mir ordentlich XP bitte. Oh, 200, das ist doch schon mal mehr. Allerdings viel weniger Geld. Keine Ahnung, was das soll. So, ich glaube, unbedingt blau machen wissen müssen wir die nicht. Also gehen wir mal hier jetzt hin. Moment mal, soll ich erstmal Äther. Ja komm, freshen wir uns ein bisschen auf und gehen hier zum nächsten Tower hin. Übrigens kann ich mir jetzt mit Final Fantasy X2 ja auch wieder noch ein bisschen Zeit lassen, denn der deutsche Release ist natürlich im März, ja, was noch 1000 Jahre hin ist. Und das Super-Duper daran ist, das ist, glaube ich, Japan. Ne, Moment. Das ist, glaube ich, die USA erstmal so, warte. Im Dezember kriegt. Und das finde ich irgendwie mega unfair. Mega, mega unfair. Aber Japan, haben die das eigentlich nicht... Ich glaube, ja, der japanische Release, ne, der müsste eigentlich am frühesten sein, ne? Aber ich glaube, der ist am. Der kommt auch dann raus, wenn wir unsere europäische Version haben. Oder täusche ich mich? Oder fuck, tue ich mich hier ganz komplett? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nicht so auf den neuesten Stand, muss ich da sagen. Aber ich hoffe, das ist so einigermaßen richtig. Ich möchte hier keine falschen Informationen verteilen. Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall Zeit noch bis März. Und bis dahin werden wir das Let's Play-Projekt wahrscheinlich alle mal schon mal fertig kriegen, wenn ich nicht ständig rumtrödeln würde. So, wir hatten hier einen schönen, super dollen Golem. Der kriegt aber mal Salve ab. So, dann nochmal Vollgas und dann nochmal die Salve. So, die betet natürlich schön. Cast einfach schon mal los hier. Gut, also meine Salve war zuerst dran und er ist davon verreckt, also ist alles super. So, wie sieht das jetzt eigentlich aus mit dem Weißmagier-Kostüm von Riku? Ist sie da jetzt eigentlich fertig? Bin mir nicht sicher, aber könnte natürlich aus... Natürlich... Nein, Moment, irgendwas fehlt da noch. Aber ich glaube, das ist das Letzte, glaube ich. Oh, warte, Sekunde mal. Ich bin hier total verplant. Kostümpaletten einfach? Nein. Ja, ich bin besoffen, eindeutig. Wo habe ich das immer nachgeguckt? Alter, das ist jetzt 2 Tage her von der letzten Aufnahme. Moment mal eben. Wo habe ich das denn immer gesehen jetzt? Nicht bei Items, oder? Nein, 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 nein. Moment, ich will jetzt einfach mal herausfinden, warum ich gerade so vercrackt bin. Was ist hier los? Wieso sehe ich das nicht? So, hier ist das nicht. Abilities. Ach, so einfach ist das. Guck mal, das ist das Erste, wo ich drauf gehen wollte, auf Abilities. Und das ist es ja tatsächlich. Da wird ja von allen aufgelistet, was man hat. Oh, ich bin schon so ein Dödel. Da muss man ja ernsthaft mal sagen. Oh, was ist denn da? Wenn das nicht der Erzwächter ist, dann weiß ich auch nicht. Und zack. So, was geht ab? Ich höre hier einen Bosskampf, aber ich sehe keinen Bosskampf. Was ist hier los? Folger, beten. So, wie wär's mal mit einer Runde Kugelhagel? Okay, das macht ja einigermaßen Damage. Bio. Das heißt, du willst mich vergiften. Oh, wie gut, dass das daneben ging, wa?
Und das war's. Was ein schwieriger Bosskampf, muss ich ja wirklich sagen. Der war so mana-intensiv. Mehr nicht. Mit dem Weißmagier chillen wir einfach die ganze Zeit. Wir brauchen ja nicht mal Protest machen, Reflex, irgendwas. Nein, wir hauen einfach volle Kanne drauf und machen einfach nur beten. Sicheres System deaktiviert, Durchgang zu den Katakomben ist jetzt passierbar. Ja, natürlich, der ist passierbar, aber uns fehlt hier noch ein Siegel. Das Siegel will ich auch noch aktivieren. Und ich glaube, jetzt kommt auch noch ein schöner Bekannter. Ein alter Bekannter. Genau. Geos Maximus, oder wie er heißt. Vielleicht hätte ich doch die Mana nochmal aufladen sollen. Ist jetzt nicht so toll. Geos Maximus, okay. Mach mal. Na, das war jetzt nicht das, was ich machen wollte. Salve. Ja, du musst nochmal beten. Ah, schlau war das jetzt nicht, das Sammeln. Überhaupt nicht. Salve. Mach mal MP-Absorption, dann muss ich das nach dem Kampf nicht machen. Boah, ich danke dir echt für dieses Wasser, ey. Da kann ich mich echt mal hochheilen. Boah, ich glaube, jetzt hat Pain aber mal genug Mana wieder. So, jetzt will ich erstmal austesten, wie viel Schaden doch eigentlich mal Blitzger macht. Ist doch Element des Wassers, oder? Nee, irgendwie passt da was nicht vom Damage her. Egal, fall in your face, man. Das habt ihr alle gut gemacht. 800 XP, die nehmen wir doch gerne mit. Warum denn nicht? Kostenlos und ultra easy. Gut, ich glaube, jetzt haben wir aber alles fertig. Mana refreshen, ist das jetzt wirklich nötig? Ja, ne. Wir haben ja noch ein bisschen Kugelhagel übrig. Wir suchen einfach mal den nächsten Speicherpunkt und machen da weiter. Warte mal, was passiert denn, wenn man hier runtergeht? Bringt das was, hier runter zu gehen? Nein, ich kann da nicht mehr runtergehen. Aber wofür sind die anderen Flächen dann? Gut. Oder habe ich mir das jetzt verbaut und da geht es eigentlich doch... Nein. Oder? Nein. Na, ich weiß es nicht. Kann sein, dass man da seitlich auch noch runter kann. Und nein, jetzt bin ich wieder bei diesem Ort, der sich so komisch anhört. Hier so alles dunkel. Hört euch das mal hier an, den Soundtrack. Da kriegt man doch... Da kriegt man das doch mit Angst zu tun. Und yeah! Ich glaube, wir können gleich erstmal ein bisschen Äther spammen. Haben wir jetzt genug bekommen. Wie wäre es denn mit einfach nur Schuss? Genau, Schuss und... Ah, ich hab keinen Bock eigentlich Mana zu verschwenden, weißt du? Aber das muss ich wohl machen. Aber verreckst du jetzt wohl? So, der eine kriegt Blitzgab, ja? Ah, Moment, das war Mana-Verschwendung. Töte den. Nein, das ist die Mana doch weg. Hey, ich weiß ja nicht, wann der nächste Speicherpunkt kommt, aber ich glaube, ich packe mir jetzt meine Äther hier ran, damit ich einfach mal mit Multischuss alles hier wegbomben kann. Blablabla. Gut, Äther. Soweit, so gut. Ich gehe einfach mal runter. Guck einfach mal, wo können wir hier hoch? Also hier können wir zum Beispiel hoch. Da, bam. 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 So, oh, hier ist eine Kiste. So, viel Allheilmittel haben wir bekommen. Und ich gehe aber mal links lang. Links lang gibt es dann dieses ultra schwierige Rätsel, was kein Mensch checken wird. Oh, die sind, glaube ich, Blitzkerlchens. Okay, Blitzkerlchens, ihr mögt Multischuss. Tatsache. Die stehen da voll drauf. Lalalala. So, hier auf den schönen Tauern. Da gehen wir aber mal hier drauf. Und das Ding geht weiter runter. Und ihr ratet gar nicht, was man jetzt machen muss. Genau, ihr geht einfach nochmal da drauf. Dabei ist es, glaube ich, völlig egal, auf was ihr drauf geht. Wir können einfach ganz nett auf denselben, glaube ich, drauf gehen. Sollte eigentlich auch funktionieren. Und ja, jetzt macht das, glaube ich, keinen Unterschied mehr. Jetzt ist die Brücke ja schon fertig. Ja, wer hätte es gedacht. Und das Schöne ist, hier sieht alles gleich aus im Subway-Welt. Ich habe keine Ahnung, was die hier gebaut haben, aber... der Ort hier, der kommt mir leicht bekannt vor, euch auch. Irgendwie so ein bisschen, irgendwo mal gesehen. Bla bla. Gemachblick. Nö, ihr Arschis. Was? Du lebst noch? Perseusblick.
Oh, du hast sogar geschafft, du Arsch. Wow. Okay, wenn das so ist. Pain. Ey. Bist du noch am Casten? Ja, du bist noch am Casten, ne? Das ist doch super. Kannst du gleich nochmal Blitzgar machen. Lol, trollolol. Ich hab irgendwie die HP irgendwie vom Gegner unterschätzt. Kugellage. Tschüss, Sikowski. Hat gar nicht gedacht, dass er so viel HP hat. Das ist eigentlich echt bemerkenswert. So, wo können wir denn jetzt an? There's a connection. Everything is connected. I can feel it. So, ich weiß nicht genau, wie das war, aber ich glaube, man konnte hier auf den Flächen irgendwie sogar drauf. Oder auf irgendwelche Fläche. Auf irgendeine bestimmte Fläche konnte man auf jeden Fall drauf, links oder rechts. Kann ich jetzt da drauf jumpen einfach? Moment, vielleicht müssen wir auch bestimmt eine bestimmte Fläche hier abwarten. Ich bin mir aber nicht sicher. Man kann da oben auf jeden Fall noch irgendwie an Kisten rankommen. Aber Gott fragt mich, wer, wie das ging. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube eher, das ging hier auf dieser Seite. Gerade hier, wo die jetzt stehen. Oh, und der hat eine Kamera dabei, nimmt das auf. Sehr schön. Hey, komm. Kann ich nicht darüber gehen? Das ist ja Wahnsinn. Wir werden Informationen sammeln. Geht ihr vor? Ich wüsste zu gern, ob ich hier nicht einfach erstmal runter kann. Ich bin mir sicher, man konnte das machen. Ganz oben links. Seht ihr das in der Ecke des Bildschirms? Da ist sogar eine Kiste. Aber wie zum Teufel komme ich da hin? Wie? Warte mal, lasst mich nochmal nachdenken. Wie ging das denn nochmal? Ja, okay, hier glaube ich erstmal nicht. So, hier sehe ich die Chancen schon mal höher. Dass es irgendwas hier am Rand war. Oder auch eben nicht. Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid. Also, ich glaube, irgendwo gab es irgendwie hier Blutschmerz oder so. Da war man Dauertobsucht, da hat aber so viel Angriffskraft, aber so wenig Leben oder sonst was. Ich weiß ohne Scheiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid. Ich glaube, irgendwie könnte man drüber. Ich bin ja jetzt gerade aber irgendwie zu blöd, glaube ich. So, von hier aus gehen wir dann einfach mal weiter hier hin. Gut. Von hier aus gehen wir einfach mal. Warte mal, was machen wir denn? Kann ich nicht einfach dahin gehen? So, hier kommen wir hier runter. So. Dann müssen wir, glaube ich, nicht hier draufsteigen. Ich weiß nicht, ob der Kampf jetzt beabsichtigt ist oder nicht. Gehört der jetzt dazu? Keine Ahnung. Kugelhagel! Moment, versuchen wir es mal mit MP-Absorption. Solange mal einfach mal Kugelhagel. Ey, was soll die Kacke? Du sollst mal verrecken. Und wieso hat er kein Mana? So ein Sack. Ah, geht doch, endlich. So, der Kampf war wohl beabsichtigt. So, das Ding ist jetzt am Schweben. Hier gibt es aber, glaube ich, noch rechts irgendwas zu holen, wenn ich mich nicht täusche. Hier müssen wir generell noch irgendwas holen. Warte mal, was passiert, wenn wir hier runterjumpen? Aha, da kommen wir hier hin. Gut, und wenn wir das benutzen? Dann ist die Gondel hier rechts oben. Und wenn wir jetzt darunter gehen?
Und dann dadurch gehen. Achso, der bringt uns einfach schnurstracks wieder hier gerade nach oben. Okay. Mhm. Moment. Okay, ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Bring mich hoch. So, hier müssen wir auch nochmal drauf gehen. Da kommt ein Kampf. Ist aber schon zum Aktivieren da oder war nur ein Random Battle? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Naja, bevor wir die erschießen. MP-Absorption und danach gucken. Und? Na komm schon. Do it. Erschießen. Ah, jetzt habe ich die zu früh getötet oder was? Ernsthaft? Oh. Gut, naja. Dann packe ich aber mal hier Items, Adder. Natürlich auf Yuna, das war total mein Plan. Was ist hier mit meiner FPS los? Keine Ahnung. Okay, wir machen ab diesem Punkt mal eben einen kleinen Schnitt, Leute. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.